So, und wir machen auch heute wieder weiter mit Outer Wilds. Ich hatte beim letzten Mal angefangen, mir die Untiefen der Riesen anzuschauen. Und wenn das Spiel jetzt nicht abstürzt. Es funktioniert. Dann geht's jetzt weiter. Auch wieder auf die Untiefen der Riesen. Da hatte ich ja noch mehr als genug zu tun. Ich muss diese großen Tornados finden und mich dann da runterziehen lassen. Aber lass dich nicht so runterziehen. Sandwurzzwillinge. Da waren sie gerade. Oh, perfekt. Da ist mal gerade diese Station explodiert. Und ich werde kollidieren mit ihr. Aber sowas von. Oder? Nein? Nein, kriegen wir hin. Ich kann da nichts mit dieser Station machen, oder? Doch, kann ich. Warte. Weil das nutze ich mal gerade aus. Das will ich gerade wissen. So, kannst du hier abschneiden? Weil das will ich ausprobieren. Nein. Das ist auch so ein Turm, kann das sein? Jetzt gehen wir nicht davon. Runter. Okay. Na gut. Was haben wir noch? Stützt auf den Planeten, weil wir sind schon verdammt nah. Die Landeplattform oder sowas. Geht das? Ja, geht. Cool. Dann bin ich da auch mal drin. Ne? Zumindest mal in der Theorie. Juhu! Cool. Also, vergiss den Planeten. Jetzt raus, rein. Oh. Warte. Schiffslog aktualisiert. Oh. Theoretisch. Ist das Schwarzlochschmiede, glaube ich, oder? Oder ist es dieser Lehrbezirk? Sondennachführungsmodul. Okay. Das ist, dann sind das die Zahlen oder so von denen. Uah. Startmodul. Und das ist X. Steuerungsmodul. Okay. Ist da vorne noch irgendwas? Ne, nur eine Aussichtsplattform. Oh, habe freie Auswahl. Ich gehe erstmal da rein. Ach so, da hier alles kaputt ist. Wow. Ich meine, ist ja alles auseinandergebrochen.
du noch mehr Teil? Was zum Geier? Okay, das ist auseinander. Das sind ja drei Teile. Theoretisch zumindest. Ist mein Schiff eigentlich noch irgendwo in der Nähe? Uah. Also viel habe ich jetzt nicht mehr. Schiff. Weit weg. Uah. Viel zu weit weg. Ja. Ich werde einfach mal versuchen, auf diesen Planeten zu kommen. Gucken, dass ich in die Anziehungsbahn komme. Quatsch. Ich habe nicht mehr viel. Treibe ich davon weg oder komme ich dahin? Ich glaube, ich komme mal weiter weg. Na, das werde ich nicht lange überleben. 3 Minuten Sauerstoff verbleiben. Ich komme immer weiter weg davon. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ich komme nicht da noch hin? Hm, noch irgendwas? Hm. So weit von allem weg. Schade, ich wollte in die Nähe von dem Dings kommen. Ja gut, dann kann ich mich auch umbringen. Komme ich da runter? Ich bin schon ganz schön ein Stückchen da. Ein bisschen Schub habe ich noch. Ganz schön starke Strömung. Sind das eigentlich die Türme oder sind das irgendwelche komischen Tentakel oder sowas? Ich habe ja von irgendwelchen Tentakeln mal was gehört. Hey, mein Schiff ist gar nicht mal so weit weg. Wenigstens noch mit dem... Ja, ja, ich weiß, ich habe noch 1 Minute zu leben. Mal gucken, was ich da so noch finde. Das ist schon interessant hier zu sehen. Ich meine, jetzt habe ich noch 30 Sekunden oder sowas. Aber näher an die komme ich nicht ran. Ein Signal? Ne. Ich bin an der Wasseroberfläche. Ach Gott, ich bin ja gar nicht... Hey, ich bin in irgendeinem dieser Zyklone gelandet. In der Zeit mache ich doch mal meine Clementine auf, in den letzten 4 Sekunden, die wir noch bleiben. Bin überhaupt nicht tiefer gekommen. Nicht viel. Na? Das war's. Na gut. Jetzt war ich schon zumindest in dieser kleinen Station da drinnen. So. Jetzt machen wir nochmal einen Flug dahin und landen auf dem Planeten.
muss sagen, ich gehe etwas leichtsinnig mit meinem Leben um, weil ich ja weiß, ich werde immer wieder zum Start der Schleife zurücktransportiert. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Da, Cockpit. Da ist er. Kann ich auch von Hand hinfliegen. Oh, das ist zu schnell. Das ist viel, 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 viel zu schnell. Okay, drüber. So, ich war auch mal in der Oberfläche und da gab es auch Sachen zu finden. Genau. Deswegen würde ich gerne mal hier so ein bisschen mich umschauen. Zu gucken, was es hier noch gibt. Das war eben das Teil, wo ich hinkommen wollte. Ah ja. Uah. Stopp, 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 stopp. Warte, jetzt ist mein Schiff gleich wieder weg. So. So, jetzt müsste es eigentlich recht sicher stehen. Wow. Nein. Try again. Okay. Dann. Ach so. Oh. Hier ist gar keine Schwerkraft. Aua. Okay. Jetzt bin ich über der... Oh, jetzt habe ich plötzlich Riesenschwerkraft. Okay. Interesting. Statuenwerkstatt. Komm ich da rein? Nein, ist kaputt. Oh. Oh, nice. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt habe, bis da nochmal die Zyklone kommen. Der ist schon wieder verdammt nah. Nein. Jetzt. Okay. Wenn da wieder alles untergeht. War ja eben kurz unter der Wasseroberfläche oder keine Ahnung, was das genau war. Krass. Uah. Riesenschwerkraft nicht vergessen. Warte, da ist ein Text. Sie werden die Gedächtnisstatuen heute Abend testen. Phlox sagt, es könnte gefährlich werden. Also sollten wir nicht hingehen. Aber was wäre, wenn wir die Tür nicht benutzen und auf anderem Wege reinschleichen? Macht irgendwer mit? Phlox hat uns ausdrücklich verboten. Ich möchte den Test ebenfalls sehen, Lami. Aber das ist ein großes Risiko. Wir sollten es lieber nicht tun. Vielleicht zeigt uns Phlox einen späteren Test. Okay. Zyklonen-Gedöns. Ach, warte, da kam ich her. Ich wollte nach... Ein sehr freundlicher Planet. Okay, hier ist die Teleporter-Plattform, von wo auch immer sie kommt. Ja, im Prinzip jo, ist es nichts Neues. Brauche ich keine Zeit und Energie reinzufolgen.
senken erstmal. Ist die Frage, ob ich da irgendwie runter und reinkomme. Das ist was hübsch hier. Auf einem schöneren, sonnigen Planeten. Wie so ein Häuschen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Kam ich hier rein? Ich glaube ja. Ist nur die Frage, ob ich hier irgendwo einen Eingang finde oder ob ich von woanders rein muss. Hier war der Text. Genau. Hier geht es noch runter, oder? Oder sieht man hier nur... Ach. Kann man viel Zeit drin versenken. Wie in so vielen Orten. Okay, ich glaube, hier habe ich alles. Der ist kaputt. Okay, dann gehe ich nochmal runter. Guck mal, ob es noch einen anderen Eingang gibt. Frage, ob es von hier aus noch irgendeinen Eingang geben könnte. Wir gucken uns das mal an. Na, siehste? Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Hoffentlich. Hallo. Oh ja. Yarrow, wärst du bitte so freundlich und trittst etwas zurück, damit Darts näher an die Statue heran kann? Bei der Verknüpfung wählt die Statue denjenigen aus, die sich am besten an der die sich am nächsten in der Statue befinden. Siehst du, wie sich die Augen geöffnet haben? Daran können wir erkennen, dass die Statue mit Darts sich verknüpft hat. Egal, wo sich das im Sternsystem aufhält, seine Statue mit seinen Erinnerungen aufzeichnen und sie zum Projekt Zwillingsasche übertragen. Oh, okay. Das ist eine außerordentliche Bildhauerleistung, Phlox. Es hat sich wahrlich selbst übertroffen. Er hat sich wahrlich selbst übertroffen, nicht wahr? Da nun unsere erste erfolgreiche Verknüpfung erstellt haben, können wir endlich den Prototypen meines Erfindungsspeichers testen. Jede Statue überträgt die Erinnerung seines einzelnen Nomai zu ihrem oder seinem Erinnerungsspeicher auf Zwillingsasche. Jede Speichereinheit ist ausgestattet mit einer Maske, die zur jeweiligen Statue passt. Sie dient dazu, die gespeicherten Erinnerungen wieder an den jeweiligen Nomai zu übertragen. Ah, cool. Also, das ist ja genau das. Ich habe diese Statue, die ist mit mir verbunden. Ich erfahre Dinge, behalte das Wissen. Aus irgendeinem Grund wird die Zeitschleife neu gestartet und dann werden die Erinnerungen wieder übertragen. Ne? Was haben wir denn hier? Statue, Erinnerung. Ja, okay, das stellt das ungefähr da. Okay, jetzt kommt der... Okay, wo kann ich ja eigentlich auch das ausnutzen und mal hier so... Uah. Nein, nein, runter, runter, nein, runter. Scheibe! Weil ich mich verdrückt habe. Hier blöden Zyklone.
Na gut, dann fliege ich da direkt nochmal hin. Very frustrating. Es geht zum Glück alles immer sehr schnell. So, machen wir das Ganze nochmal. Warte. Irgendwo da hinten, unten. Da haben wir ihn. In der Zeit. Wieder etwas schneller, ne? Ja. Aber ich bin genau an der richtigen Stelle. Ja, das ist wieder irgendwas anderes. Ich will erstmal diese Stelle, wo ich eben war, nochmal finden. Ist ja vielleicht mein anderer Holzkaminer. Gehe ich vielleicht doch erstmal hier hin. Boah, gibt's hier viel zu entdecken, verdammt. Ja. Schön da bleiben, Schiff. Hier gibt's Bäume. Warte. Hallo, Gabbo. Na, dir geht's mal gut. Ah, du bist es. Schön zu sehen, dass du es an einem Stück hierher geschafft hast. Der erste Start allein ist der Hammer, oder? Ja, das war schon der 30. oder so. Das wird jetzt total schräg klingen, aber ich glaube, in letzter Zeit höre ich einfach nicht auf, andauernd zu sterben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist wirklich merkwürdig. Ja, ne? Was ist mit dir? Bist du in letzter Zeit gestorben? Oder geht das nur mir so? Nein, mir geht es auch so. Wir stecken in einer Zeitschleife. Die Zeit verhält sich merkwürdig in letzter Zeit, ja. Tja, eine Zeitschleife würde so einiges erklären. Toll. Du nimmst das jetzt ziemlich gelassen hin. Du aber auch, wie ich sehe. Ich persönlich mag ja neue Erfahrungen. Und in einer Zeitschleife war ich bisher noch nie. Ich meine, ich glaube, ich war bisher noch nicht in einer Zeitschleife. Es scheint so, als ob nur du und ich bewusst wahrnehmen, dass die Zeit total verrückt spielt. Ich habe versucht, Hornfels anzufunken und nachgefragt, ob gerade alle gestorben wären. Aber ich glaube, Hornfels hat mich nicht ganz ernst genommen. Selbst wenn ich Hornfels von der Zeitschleife erzählen würde, niemand würde sich nach der nächsten daran erinnern. Niemand sonst bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und noch etwas ist merkwürdig. Bei jedem Tod laufen meine Erinnerungen vor meinem inneren Auge noch einmal ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit der steinernen Nomai-Statue zusammenhängt, die ich auf einer der Inseln gefunden habe. Ich betrachtete sie einfach und plötzlich öffnete sie die Augen und fing an zu glühen. Sie spielte meine Erinnerungen ab, genau wie ich sie mit meinen eigenen Augen erlebt hatte. Genauso fühlt sich jeder meiner Tode an. Mir ist das gleiche mit der Statue im Museum passiert. Oh, dir also auch. Dann haben die Nomai-Statuen definitiv etwas damit zu tun, dass nur wir diese Zeitschleife bemerken. Also ohne glühende Statue kein Wahrnehmen der Zeitschleife? Daran werde ich anknüpfen auf der Suche nach Antworten. Wenn du noch etwas anderes über die Statuen oder die Zeitschleife herausfindest, lasse es mich bitte umgehend wissen. Danke, ich werde hier warten. Tja, das sind soweit alle Neuigkeiten von mir. Aber das ist ja deine erste Reise ganz alleine, in gewissem Sinn. Lass uns über dich reden, ja? Habe ich was gefunden? Oh ja, ich bin im Inneren der Statueninsel gewesen. Ja, du mich auch. Die Nomai haben diese Statuen also erbaut, um Erinnerungen aufzuzeichnen. Ja, das klingt ganz nach den Nomai. Der Zweck davon erschließt sich mir noch nicht, aber es sieht ihnen sehr ähnlich. Meinst du also, dass die Statuen auch unsere Erinnerungen aufzeichnen? Ich erinnere mich nämlich daran, dass mich die am Strand ganz komisch angeschaut hat.
Dann ist das ganz sicher mein Erinnerungsfreund. Zyklon geschaut, hypnotisieren. Verfällst in Trance, wenn du lange genug hinschaust. Okay, interesting. So, fragen wir erstmal das hier. Was hast du denn gefunden? Ja, was mache ich hier eigentlich irgendwo? Nein, nur ein Scherz. Ich bin hier, um unser Sternsystem zu erkunden, genau wie du. Aber was soll ich dir sagen? Der tiefe Weltraum gibt einem wirklich viel Platz zum Nachdenken und Zeit. Hier draußen ist alles ruhig und friedlich. Zumindest normalerweise ist es ruhig und friedlich. Manchmal zieht ein Zyklon über mich hinweg und hebt mein kleines Inselparadies aus dem Wasser. Dann ist es weniger friedlich. Gibt es in den Untiefen der Riesen was Interessantes? Zu Beginn einer Zeitschleife sehe ich immer einen hellen blauen Blitz am Himmel. Irgendetwas muss am Orbit und dem Planeten vor sich gehen. Yep. Was noch? Warst du schon auf der Statueninsel? So nenne ich sie, weil es die Insel ist, auf der die glühende Nomai-Statue gefunden habe. Ist doch logisch, oder? Ich war am Strand auf der Statueninsel, als diese glühende Angelegenheit stattfand. Für solche Sachen ist es echt der perfekte Strand. Auf meiner Gabbro-Spannungsskala 7 von 10. Falls du dir die Statueninsel einmal ansehen möchtest, das ist die mit den beiden Inseln, die mit einem Stein am Bogen verbunden sind. Größtenteils. Wirst schon sehen. Genau. Was ist mit dem Planeten los? Was ist los? Soll dir mehr darüber erzählen. Alles klar. Nun, die Untiefen der Riesen sind gewaltig und fast vollständig von Wasser bedeckt. Soweit keine Überraschungen. Die starken Strömungen weit unter der Oberfläche verhindern, dass irgendetwas jemals komplett versinken kann. Im Ernst jetzt. Ich habe schon zahllose Dinge versucht, um unter die Strömungen zu kommen, aber nichts hat funktioniert. Was Landflächen angeht, so habe ich 4 Inseln gefunden, einschließlich dieser, okay? Und halt auch dieser Insel mit der Nomai-Statue am Strand. Habe ich Zyklone gesehen? Man kann sie kaum übersehen, stimmt's? Sie wirbeln alles durcheinander, die Inseln eingeschlossen. Kleiner Tipp, wenn du mal weggeweht wirst, versuch im Wasser zu landen, da hast du bessere Überlebenschancen. Wo ist dein Schiff? Gute Frage. Definitiv irgendwo auf diesem Planeten, es sei denn, ein Zyklon ist bereits darüber hinweggefegt und hat es in den Weltraum geblasen. Ja, es wäre echt verrückt. Hoffentlich ist es nicht einsam. Habe ich was gefunden? Habe dein Quantengedicht gefunden. Ja, das im Wald. Ich erinnere mich, es geschrieben zu haben. Ganz lustig, oder? Es hat sich zu 24 ansehnlichen Gedichten entwickelt. Nach dem Abschluss meiner Forschung hier will ich gerne noch mehr Quantenkunst schaffen. Vielleicht etwas über eine Skulpturenkreatur, die einfach so auftaucht und dir einen Heidenschrecken einjagt. Okay. Okay, das kenne ich dann. Wir sehen uns. Okay. Hier gibt es ja irgendwann eine Möglichkeit, mal an Geistermaterie vorbeizulaufen, ohne dass es mich Lebenspunkte kostet. Also noch 2 Inseln gibt es hier und dann halt unter Wasser noch die ganzen Türme. Einen hatte ich ja zumindest schon mal. Marshmallows. Alles voll. Okay. Gut. Dann starte ich mal wieder. Dann gucke ich mal, noch so gibt. Also 2 Inseln würde ich gerne noch, also die anderen Inseln würde ich alle gerne noch finden. Gucken, dass ich nicht so in die Zyklone rein gerate. Da ist noch was. Ah ja. Hallo? Besser. Den Anzug habe ich noch an. Jawohl. So, jetzt möchte ich nochmal unter Wasser und in die Insel. In die Insel rein. Huch.
So, gab es hier noch was? Hier ist noch eine Tür. Ui. Ah, cool. Wäre natürlich toll, wenn die aufbleiben würde. Boah, diese Schwerkraft hier. Gut, das hatte ich. Gucken wir uns das mal an. Mehr Text. Gleich lesen wir. Haben. Masken in Projekt Zwillingsasche angebracht. Sehen wundervoll aus. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich die Statuen nicht verknüpfen werden, solange das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Andernfalls wären die Erlebnisse kaum auszuhalten. So viele Sinneseindrücke und Erinnerungen. Idealerweise werden sie nur aktiviert werden, wenn das Projekt Erfolg hat. Zur Sicherheit werden die Statuen aber auch im Falle einer Fehlfunktion aktiviert. Werden sie das? Warum? Sollte irgendetwas schiefgehen beim Projekt Zwillingsasche, sorgen die Statuen und die Masken dafür, dass wir es erkennen und versetzen uns so in die Lage, die Probleme zu beheben. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass wir Probleme gar nicht bemerken. Schlau. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Es wäre tatsächlich ein schreckliches Schicksal. Das aus. Auch wieder die Masken. Wie komme ich denn da hin? Ah, ja klar. Soll ich warten, bis der Zyklon hier drüber fegt? Das reicht doch nicht mal annähernd. Gut, ich warte ein bisschen. Hoffe, dass ich dann dieses Mal richtig lande. Dass ich noch einmal Sauerstoff auffülle. Da kommt schon einer, oder? Ich weiß nicht genau, wann er kommt. Ich will nur einmal Sauerstoff haben. Okay. Das reicht mir schon. Will nicht verpassen, wenn der vorbeikommt. Ja. Es wird lauter, es wird lauter. Ja, ich glaube, er kommt. Jetzt habe ich genau das, was ich brauche. Das ist praktisch. Ach so, ja, klar. Geil. Warten wir ein paar Sekunden. Cool. Okay. Auch das habe ich verstanden. Ich bin neugierig. Ist das Zurücksenden der Erinnerungen eines Wesens in der Zeit dasselbe wie das Zurücksenden eines Wesens selbst? Ein Beispiel, in dem ich meine Erinnerungen
in der Zeit zurücksende, ist es dasselbe, als wenn ich mich, nicht meinen physischen Körper, sondern meine Essenz in der Zeit zurückschicke? Ich kann mir vorstellen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Wäre beides aber nicht effektiv dasselbe? Was ist, wenn damit die Zeit neu geschrieben wurde? Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man das tut oder lediglich Erinnerungen erhält, die praktisch aus der Zukunft stammen. Wow. Ist das Endresultat aber in beiden Fällen nicht dasselbe? Ich mag die Denkweise, die sie sich für die Noma überlegt haben. Okay, dann habe ich hier alles. Hat geklappt. Dann zurück zum Schiff. Und es gibt noch zwei Inseln. Ich hoffe, dass ich hier jetzt alles habe. Wow. Nicht untergehen. Was passiert noch früh genug? Bei du weißt schon was für einem Ereignis. So. Und anschneiden. So, hier war jetzt natürlich vorher eine Insel, die ist jetzt nicht mehr da. Oh, guck mal, das ist doch praktisch. Das habe ich auch noch nicht. Wow. Gut, das sieht gut aus. Dann möchte ich Luke öffnen. Joa, der Weg ist ja vorgegeben. Okay. Das war nicht so. So weit, so gut. Wir haben das finale Modul der Sonnenorbitalkanone fertiggestellt. Ich glaube, da kommt gleich wieder ein Dings. Und sind bereit, es in den Orbit, um die Untiefen der Riesen zur Montage zu schicken. Okay. An all meine Freunde hier auf der Fertigungsanlage, ich spreche euch hiermit meine Dankbarkeit für eure unermüdliche Arbeit aus. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, aber ich glaube wirklich, dass diese Kanone im Gegensatz zu vielen anderen Versuchen tatsächlich Erfolg haben kann. Wie ich meinen Bruder kenne, wird Evans und seine Gattin die Sonne mit so viel Energie wie möglich starten wollen. Ich bin besorgt, dass die Kanone der Belastung nicht standhalten wird. Ich schlage vor, dass wir Evans und Mallow eine Leistungseinstellung bereitstellen, die etwas niedriger als das absolute Maximum ist, um den Spielraum für ihren Enthusiasmus zu haben. Schmierst du uns Honig ums Maul, Liebling? Ich freue mich über deine Worte, aber die sind eher untypisch für dich. Wenn ich je auch nur halb so schnulzig werde, wie sich Mallow und Evans zusammen verhalten, darfst du mich aus der Sonnenorbitalkanone abfeuern. Unser nächster Schritt wird sein, Privet zur Sondenorbitalkanone zu schicken, um das Sondenverfolgungssystem zu installieren. Okay. So, lange ich warte, kann ich noch mehr essen haben. So ist das gut. Gerade noch einmal kurz umgucken. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit in der Schleife habe. Ich glaube, da bin ich angekommen. Oh Gott. Ist die Schleife schon wieder rum? Mann, oh, 24 Minuten sind echt verdammt wenig. Okay, dann muss ich doch da irgendwie rüber. Ah, okay, verstehe. Okay.
Oh, Mist. Warte, da ist einer. Steuerungsmodul, der Projektionsstein. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Evans. Yarrow sagt, es gab ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle, weshalb darum gebeten wird, die Sondenorbitalkanone nicht abzufeuern. Ich hoffe doch sehr, dass du mich nur auf den mechanischen Arm nehmen willst, Cassava. Ich wünschte, es wäre so, mein Freund. Sie sind nicht sicher, ob sie das Problem beheben können, weshalb die Sondenorbitalkanone bis auf Weiteres stillgelegt wird. Sage Privet und Mallow bitte, sie sollen von der Kanone zurückkommen. Mein Ehemann und ich werden für den Moment bei der Fertigungsanlage bleiben. Neuigkeiten. Mallow und ich werden uns dir und das anschließen. Privet hat sich verabschiedet, um ihren Bruder zu besuchen. Sie hat Angst. Idea könnte sich dafür verantwortlich fühlen. Oh. 11 Minuten und 42 Sekunden, Landstreckensonde erfolgreich von der Sonnenorbitalkanone gestartet. Ah, das ist vielleicht das Ding, was da rausfliegt. Okay. Mal gucken. Okay. Kann ich hier was machen? Nee. Ah, das ist vielleicht das Ding, was da kaputt gegangen ist. Okay, auf die andere Seite noch schnell. Jetzt auch Landungspunkte. Das ist ganz schön langsam. Tja, jetzt geht's wieder besser. Okay, noch geht das längst nicht kaputt. Gibt's hier noch was zum Einsetzen? Ja, nicht mal wieder auf die andere Seite. Schneller krieg ich es nicht hin. Erst den Text lesen. Rückeliger Krater. Ja. Kornoi, Das und ich haben Bauteile der Sondenorbitalkanone in den Orbit gehoben, um sie dort zusammenzubauen. Aber aus irgendeinem Grund ist eins davon unter die Strömung gesunken. Kornoi, das hättest du sehen müssen. Wir dachten, es wäre unmöglich, dass ein Kanonenbauteil auch nur teilweise unter die Strömung sinken könnte. Aber sie ist einfach so bis zum Kern versunken. Cassava hat mich davon abgehalten, das Phänomen mit anderen Kanonenteilen zu testen. Ich bin dennoch neugierig, was da passiert ist. Wie kann so etwas unter die Strömung sinken? Kornoi, mein Dank für diese spannende Frage. Es ist faszinierend. Spire hat ein Modell von Untiefen der Riesen hier im südlichen Observatorium auf dem bröckeligen Krater aufgebaut. Und es verrät uns, warum ein Objekt manchmal unter die Strömung sinkt. Das weiß ich mittlerweile. Kornoi, ich verstehe die Antwort nicht. Wenn es nur im Projektionsbecken ansehen kann. Kannst du es nicht mir besser erklären, wenn ich im Observatorium vorbeikomme? Sofern dir die Reise unter der Oberfläche bis zum Südpol keine Umstände macht, wäre ich sehr erfreut, dich hier begrüßen zu dürfen. Der Zugangspunkt liegt am Äquator. Das weiß ich. Gucken, ob es hier noch eine Projektion gibt. Und dann habe ich eigentlich alles. Hoffe ich mal. Wirklicher Krater. Nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Danke. Okay, das Ding habe ich. Aua.
war's, oder? Hier gibt's nichts mehr. Dann habe ich schon 3 von den 4 Inseln. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also, ob ich jetzt noch zur 4. Insel komme, in der Zeit, die verbleibt, weiß ich nicht. So viel Zeit kann nicht mehr sein. Medizin, ein bisschen. So, das war Insel Nummer 3. Unter die Oberfläche zu kommen, lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr. Ist diese Insel? Wow! Bin ich gerade in einen der... Oh, das war zu hoch. Gute Frage, ob ich hier irgendwie... Dieser Riesenteil. Da ist noch irgendwas? Das ist das Lagerfeuer. Ja, das ist das Lagerfeuer. Das ist die dritte Insel. Ich fliege einfach mal auf gut Glück einmal so um den Planeten rum. Ich finde, hier ist was winzig Kleines. Das Schiff. Was ist da vorne? Nein, 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 nein! Ah, verdammt! Ach, Kacke. Sehr gut. Ich will wissen, welche Insel das ist. Nee. Das ist aber die Maskeninsel. Bruch der Schiffshülle entdeckt. Das ist natürlich sehr bedauerlich, dass mein Schiff jetzt ein bisschen draufgegangen ist. Mit dem Schiff irgendwas machen? Oder ist es einfach nur da? Sobald bin ich gegen dieses blöde Schiff gestoßen und jetzt bin ich quasi verloren. So, da ich schon mal ganz hier in der Nähe bin, kann ich auch noch ein bisschen Spaß haben. Ich gucke, wie weit ich komme. Da ist eine Insel drin. Da komme ich ohne Schiff nicht rein. Doof. Jetzt bin ich hier so ein bisschen gefangen. Das ist nicht so schön. Ich gucke mal, ob ich da zu dieser Insel doch noch irgendwie hinkomme. Ah, jetzt schwimmst du so ein bisschen auf mich zu. Ich will gucken, dass ich da nicht verloren gehe. Ah, hier ist es. Okay. Egal, kann ich zumindest hier auf das Ende warten. Das ist angenehmer als im Wasser vor mich hinzu.
siechen. Tja, jetzt habe ich nicht mehr viel zu tun. Jetzt kann ich nur warten. Na, gleich geht's los mit dem mit der Zerstörung. Das gucke ich mir hier, von hier aus an. Da, Kopf über. Ich gehe so weit von vorne wie möglich. Hier kann ich jetzt eh nicht mehr machen. Bin ich Weltall? Wow! Krass! Das ist ja mal auch nicht schlecht. Oh, ich bin verloren gegangen. Da hinten ist die Insel. Das ist. Ah, das ist die andere. Hey, da ist mein Schiff. Nein, bin ich doch im Wasser. Ganz toll. Soll ich noch eine Schleife spielen? Macht ja Spaß, ne? Na komm, vielleicht kannst du mich ja auch irgendwo hintragen. Na, explodierst du schon? Das ist, Juhu! Tag mich noch einmal hoch, dann kann ich es wenigstens von oben ein bisschen sehen. Na, wo ist es denn? Da! Ah! Bye, bye! Okay, eine Schleife spiele ich doch. Ich will diese vierte Insel noch gerne finden. Und ich muss mal gucken, ob ich es in diesen großen Zyklon reinschaffe. Gerüchte gucke ich mir gleich an. Eine Schleife mache ich, wie gesagt, noch und dann.
Das ist ein sehr ungünstiger Platz, um da rauszukommen. So, die vierte Insel. Was hältst du denn von der Idee? Nicht viel, weil ich sehe nichts. Ich fliege jetzt einfach mal hier rein. Geht das nicht? Ah, hier kommt man gar nicht rein. Okay. Dann geht das gar nicht. Wow. Hoch, 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 hoch. So, die kennen wir. Die kennen wir auch. Dann diese. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Ach, die Steuerung von diesem Schiff ist auch nach mehreren Stunden Spielzeit noch gewöhnungsbedürftig. Mein Gott. Jetzt aber. Brauche ich nicht. Ah, da ist das letzte Teil. Okay, was haben wir denn da? Das ist Schwarzdorn-Gedöns. Kann das sein? So, gibt's keinen. So, das wird jetzt trotzdem einmal gemacht. Letztes Mal bin ich gerade angekommen, wo das Ding. Ist das dieser Anglerfisch? Ne, das ist irgendwas anderes. Was ist das denn? Keine Frequenz? Natürlich, jetzt kommt das Wasser. Oder ist es. Nein, nee, ist immer hier. So, echt so ein Schatzdorn-Teil. Lecker. Guck mal, ob ich da hochkomme. Uah. Nein, 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 nein. Ach, Mist. Muss nicht wieder runterfallen. Mist, kommt man hier nicht rauf. Hallo Insel. Ja, dich kenne ich. Eigentlich müsste das doch gehen. So, ich weiß nicht, ob das ein Weg ist, den man gehen darf. Oder soll? Also ist so der einzige Weg, der mich darüber bringt. Oh mein Gott. Noch mehr Geistmaterie. Okay. Die kommen vielleicht, die Geistmaterie kommt vielleicht generell von Schwarzdorn. Kann ja sein. Ist halt irgendwas drin.
Hier kann ich. Oh nein. Das hinhaut, weiß ich nicht. Da ist ein Lager. Geht das? Aufzeichnung von Gabro. Tour 4, Eintrag XXX oder sowas. Abstürze 2, langweilige Abstürze 0. Muss mich daran erinnern, Schiefer zu treffen, wenn ich zurück bin. Ja, ganz bis runter zum Kern. Betrachtet euch als erobert, Untiefen der Riesen. Ihr wurdet soeben gefälschbartet. Das kann eine meiner dramatischeren Errungenschaften, wenn ich das so sagen darf. Ich kann gar nicht fassen, dass ich nicht durch einen Stromschlag umgekommen bin. Ich kann es kaum erwarten, Hornfels und Eisenhut davon zu erzählen. Rohe Gewalt ist wohl doch nicht immer Antwort auf alles. You don't say. Okay, noch einer, den ich von der Liste streichen kann. Sieht so aus, als sei jetzt nur noch der Große übrig. Schwarzdorn, ich komme. Geil. So ein junger. Okay. Ich glaube nicht, dass das hier noch mir irgendwas bringt. Aber hier geht's noch. Nee, hier geht's noch zurück, oder? Also immer um. Da ist aber noch was. Hallo? Das ist mein Schiff! Das ist voll doof. Komme ich da jetzt jemals nochmal hin? Das könnte vielleicht gerade so funktionieren. Nicht verkürzen wir die. Da komme ich nicht hin. Wenn ich verkürze ich diese Schleife ein bisschen. Weil, wie soll ich hier noch hinkommen? Oh, geht nicht. Hallo. Ich glaube, ich verkürze diese Reise und renne einfach die Geistermaterie. Ich schätze mal, dass ich hier so ziemlich alles entdeckt habe, was es zu entdecken gilt. Oder gibt. Guck mal gerade, ob wir uns da zufällig drauf zubewegen. Ja, mal so ein bisschen drumherum. Welche Insel ist das denn? Mein Gott, mach doch mal schnell. Ah, das ist die Maskeninsel. Ja, ich glaube, ich verkürze das hier. Tut mir leid. Wie weit komme ich?
Seite. Okay. Oh. Okay, gut, dass ich noch ein bisschen nachgeschaut habe. Oh. Okay, wirklich gut, dass ich noch ein bisschen nachgeschaut habe. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Also geht's auch auf diesem Weg. Kommt trotzdem nicht zu meinem Schiff. Also viel Schub habe ich auch nicht mehr. Das funktioniert hätte, hat es aber nicht. Bäh. Ah, geht doch. Oh, reparieren, sehr gut. Komm ich da rein? Irgendwas anderes kaputt? Wo ist meine Medizin? Da ist meine Medizin. Okay, dann kann ich noch ein paar Minuten vielleicht weitermachen. Ich guck mal, ob ich hier hochkomme. Heckhöhle beschädigt. Jetzt sind wir nicht gerade irgendwo. Natürlich gerade in dem Moment. Ist irgendwie alles kaputt. Hier ist noch die Insel. Ich wollte die zumindest einmal nochmal angucken. Mit meinem schon sehr beschädigten Schiff. Also hier ist dieser... Warte. Hier ist dieser... Was war das denn? Eine andere Insel. Meine Güte. Ich will... mir diesen Kristall mal von allen Seiten angucken. Den habe ich mir jetzt auch von allen Seiten angeguckt. Okay. So, vielleicht sollte ich mir das Schiff mal gerade zur Brust nehmen. So. Manu, ich wollte es gerade reparieren. Na gut. Ich habe zumindest jetzt mal alle vier Inseln. Alle vier Inseln durchsucht. Gut, das heißt, jetzt nochmal das Schiffslog angucken. Es gab ja noch mal ein paar neue Infos. Und dann soll es das wieder für diese Aufnahme reichen. Da. Was haben wir denn da? Sonden-Orbitalkanone. Okay, da gibt es noch was zu entdecken. Statuenwerkstatt, Statueninsel, Gabrosinsel, Meerestiefen. Heieieiei. Das ist doch mal ganz nett. Man kriegt mal so eine Verbindung noch dazu. Fangen wir doch mal links an. Einzelne Erinnerungen. Nomai-Statue in Projekt Zwillingsasche. Okay, das wissen wir. Nomai-Statuen wurden entwickelt, um sich zu koppeln. Das wissen wir auch. Speichereinheit ist mit einer Maske ausgestattet. Genau. Statuen wurden so entworfen, dass sie sich nur dann aktivieren, wenn das Projekt erfolgreich endet oder wenn es fehlgeschlagen ist. Ich vermute mal, es ist fehlgeschlagen, aber... So. Auf der Insel müssen die Nomai-Statuen geschaffen haben. Fand eine Statue am Strand.
Genau, das ist die, die Gabo gefunden hat. Genau. Die Augen auf der Statue begannen zu glühen. Gabo erinnert sich an den Tod. Genau, das ist bei mir ähnlich. Scheinen die einzigen zu sein, die wissen, dass wir uns in einer Zeitschleife befinden. Joa. Was haben wir hier? Gabo sagt, die starken Strömungen verhindern genau, deswegen die Zyklone. Sahen etwas unter der Unterwasserströmung sinken. Okay. Feldspat hat einen Weg gefunden. Genau, den habe ich auch gefunden. Das kommt dann beim nächsten Mal. Eine Insel voller dorniger Ranken. Scheinbar einer gefrorenen Qualle. Sieht so aus, als hätte Feldspat vor der Abreise hier ein Lager aufgeschlagen. Dann Feldspat Untiefen der Riesen. Von den Untiefen der Riesen auf zum Schwarzdorn. Okay. Genau, ja, das ist interessant. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Wäre cool. Auf dieser Insel bauten die Nomai die Sondenorbitalkanone. Ah, ja. Genau, auf unbestimmte Zeit nieder. Kanone wurde nicht abgeschossen. Laut einem Nomai-Computer wurde kürzlich eine Sonde mit großer Reichweite gestartet. So. Zerstörten Überreste einer Raumstation der Nomai in der Umlaufbahn der Untiefen der Riesen. Es gibt drei Zugangswege, die vom zentralen Bereich abzweigen. Vielleicht müsste ich die anderen zwei auch mal angucken. Vielleicht gibt es da noch was. So, eines der drei Module, eines der drei Module und noch eines der drei Module. Okay. Ja, gibt es doch mal aus. Zoomen. Gibt es doch noch mal ein paar mehr Infos mehr. Ah, Projekt Zwillingsasche ist einer der größten Dinge hier und sehr zentral. Okay, das heißt, ich habe die Sondenorbitalkanone. Ich habe das Gefährt, das ist auch wichtig, ja. Ich habe den Quantenmond. Quantummond. Genau. Ah ja, bin schon mal gespannt. Hehe. Gut, das gefällt mir. Dann mal wieder alles speichern, was du so hast. Und das war's dann für heute und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Ciao!